Hallo ihr Süßen und herzlich willkommen zu einem kurzen Anleitungsvideo von mir. Ich möchte mit euch heute ein kleines weihnachtliches Design arbeiten und würde sagen, wir starten jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Als allererstes habe ich jetzt einmal den Tipp angebuffert und trage nun in der Mitte ein dunkelrotes Farbgel auf, welches ich dann anschließend einmal kurz anhärten lasse. Nach dem Anhärten nehme ich ein dunkelgraues Farbgel. Dieses habe ich mir selber angemischt, natürlich mit Schwarz und Weiß, und trage es einmal an den Spitzen jeweils einmal gründlich auf. Im Anschluss geht das Ganze einmal zum kompletten Aushärten. Jetzt geht es einmal an das Versiegeln. Ich versiegle den Tipp jetzt einmal matt und setze mir anschließend ein paar Punkte mit einem Spotty. Anschließend wird das Ganze natürlich wieder einmal ausgehärtet. In der Mitte habe ich mir jetzt mit einem Spotty einen etwas größeren Punkt gesetzt und versiege den Tipp auch wieder einmal matt. Jetzt geht es einmal an das Design. Ich setze mir mit dem Spotty ein paar Punkte um diesen größeren Punkt und arbeite mir mit einem dünnen Pinsel ein paar Rauten aus. Dieses Design kennt ihr ja bereits von so weihnachtlichen Pullovern und das Ganze möchte ich etwas widerspiegeln und härte natürlich das Ganze dann nicht aus, denn ich möchte dann einen Schokoeffekt arbeiten. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das Design gemalt habe. Jetzt setze ich mir mit dem Spotty noch ein paar größere und kleinere Punkte und im Anschluss werde ich das Ganze dann natürlich mit feinen Glitzer bestreuen und im Anschluss geht das Ganze dann zum kompletten Aushärten in die Lampe. So ihr Süßen, so sieht nun einmal mein weihnachtliches Design aus. In der Mitte ist ein Steinchen gesetzt und das ist natürlich Geschmackssache. Und wenn ihr das Ganze nacharbeiten wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Kommt in meine Facebook-Gruppe und nehmt am Gewinnspiel teil, denn ich habe gerade ein paar Gutscheine zu verschenken. Und ich wünsche euch natürlich eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Die Facebook-Gruppe ist unten wie immer verlinkt und ich sage dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal.